Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, liebe Trader, zu unserem wöchentlichen Marktüberblick. Ja, wir starten wie immer mit dem S&P 500 und wir sehen hier eine Wahnsinns-Rallye, die der Markt hingelegt hat. Der Markt hat quasi hier eine Rallye aus dem Nichts so gesehen gestartet und ist auf dem Weg Richtung Jahreshoch. Mal sehen. Also das hier ist der Future, das heißt nicht back-adjusted Chart sieht es etwas anders aus. So hier, ihr seht, diese Hochs haben wir bereits, sind wir dabei anzugreifen. Vorgestern gab es hier so eine kleine Umkehrkerze, die wurde allerdings auch sofort wieder gekauft. Gestern war hier eine Situation im Markt, wo es ja zum Handelsschluss sehr, sehr stark raufging. Der Markt eigentlich zwischenzeitlich nach Korrektur aussah, also untergeordnet im Stundenchart, aber diese Korrektur quasi sofort wieder ja, negiert wurde und gleich wieder aufgekauft wurde. Und ja, jetzt sieht es so aus, dass der Markt halt hier oben raus möchte. Heute ist allerdings die Jerome Powell-Rede und wie wir ja wissen aus der leidvollen Vergangenheit kann so ein Tag immer böse enden. Der kann gut enden, der kann schlecht enden, je nachdem, wie Jerome gerade drauf ist und was für Fragen gestellt werden in den Pressekonferenzen. Dann kann sowas ja so oder so enden. Das ist ja nicht prognostizierbar. Auf jeden Fall vom Trendverlauf her, ja, ihr seht das, der Markt ist halt hier nach der sogenannten Zinswende hier stark in einen Rallye-Modus übergegangen, hat hier eine starke Bewegungsphase, kurze Korrektur, nächste Bewegungsphase. Allerdings sieht man hier, dass er eben halt doch jetzt seit einer ganzen Zeit schwächelt. Und im Prinzip halt, es gibt ja zwei Formen der Korrektur, einmal vom Kursniveau her und einmal vom zeitlichen her. Und im Moment sieht es mir tatsächlich eher danach aus, dass es hier sich eher um eine zeitliche Korrektur handelt. Und der Markt halt jetzt so gesehen, ja, seine Überkauftheit dahingehend abbaut, indem er einfach eine Zeit lang seitwärts läuft und jetzt hier offensichtlich den nächsten Breakout über diese Hochs startet und dann wäre ja das Ziel halt sicherlich dieser Bereich. Wir gucken uns dazu mal den Nasdaq an. Denn der Nasdaq, der hat tatsächlich hier eine kleine Korrektur gemacht. Ihr seht das, er hat gestern hier mal tatsächlich einen negativen Tag gehabt. Hatte hier sowas wie eine Umkehrkerze. Blende mal kurz die Trenderkennung aus. Ihr seht es hier. Ja, das heißt also, der Markt hat einen versucht, nochmal oben rauszukommen. Das wurde allerdings wieder abverkauft, abgelehnt. Und dann ist der Markt hier erstmal abgedreht. Süden und hat hier einen ja, Minustag gestern gemacht. Denn auch der Nasdaq hat natürlich eine Wahnsinns-Rallye hier hingelegt. So und wie man auch das jetzt hier sieht, ist der Markt hier in so einer Seitwärtsphase drinne. Und jetzt wäre es eben halt wichtig, also damit quasi diese Korrektur beendet ist, dass der Markt halt wieder oben rausgeht. Das muss natürlich nicht passieren. Wie gesagt, heute Jerome Powell Rede. Es kann auch eben halt hier mal runtergehen. Von daher wäre es eben jetzt hier entscheidend zu sehen, was macht der Markt. Weil im Moment das hier sieht stark nach einer Top-Bildung aus, normalerweise. Und das heißt also, dass man eigentlich davon ausgehen könnte, dass der Markt hier erstmal ein bisschen weiter in die Korrektur hineingeht. Wie gesagt, der ist halt einfach extrem stark gelaufen. Wenn wir uns hier mal so ein Fibonacci hier anlegen, dann wäre halt hier zum Beispiel mal so eine Minimumkorrektur bei 15.650 ungefähr, dass der Markt halt einfach mal ein bisschen Luft holt, bevor er dann weiterläuft. So, denn der Nasdaq, wie gesagt, der ist halt hier oben schon an den Jahreshochs. Und ja, wir sind gespannt, was passiert. Solche Situationen sind immer nicht ganz leicht, weil man merkt eben halt, oh, okay, der Markt ist bereits sehr, sehr weit gelaufen. Jetzt könnte eine Korrektur kommen. Gehe ich hier noch rein? Ist immer gefährlich, weil ja, also man muss natürlich, damit man hier noch Chance hat, müsste der Markt jetzt hier, also ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis, müsste der Markt halt hier noch Potenzial haben. Jetzt haben wir nochmal mindestens 1000 Punkte zu machen. Das
Kann natürlich passieren, aber wie gesagt, es ist natürlich eben halt hier auf so einem bereits hohem Niveau ja immer so ein bisschen eine Frage. Da wäre es halt besser, wenn der Markt halt hier erstmal ein Stück runterkommt und er dann wieder anfängt zu steigen. Dann, sage ich mal, ist das Chance-Risiko-Verhältnis einfach besser. Aber man kann sich das nicht aussuchen. Man muss den Markt halt so nehmen, wie er ist. Und ja, von daher bin ich gespannt, ob er hier seine Korrektur, die sich hier jetzt, ich sag mal, abzeichnet, ja, ob das jetzt auch hier beendet ist, indem er eben halt mehrere Tage seitwärts läuft, ein bisschen oben rausguckt, ein bisschen unten rausguckt, so, und das aber jetzt abschließt und weiter rauf geht, oder ob er eben halt hier nun das, was wir gestern gesehen haben mit der roten Tageskerze, ob es sich fortsetzt und der Markt weiter runterkommt. Okay, dann gucken wir uns nochmal kurz den Russell an. Der ist ja immer ein vorlaufender Indikator und der Russell hat hier ein sehr, sehr starkes Signal auf Tagesbasis gemacht, nachdem er wirklich extrem stark abverkauft war. Und jetzt sehen wir hier auch einen Breakout-Versuch. Ihr seht hier, der Markt hat hier ist zweimal abgelehnt worden, ist zweimal gescheitert, die Hochs zu nehmen. Aber der Future zumindest ist wieder positiv und es sieht eben halt so aus, als dass er hier nun weiter raus will und ja, die Hochs halt hier jetzt hinter sich lässt. Und ja, dann haben wir erstmal hier nach oben eine ganze Ecke Platz. Ja, dann schauen wir uns nochmal dazu die Zinsen an. Die 30-jährigen Anleiherenditen, das ist der Future auf die Bonds, der ist eben halt, ja, ihr seht es hier unten, war es nochmal eingezeichnet, der ist halt hier ordentlich schon gelaufen und auch hier sehen wir eben halt, wie schön der Markt hier in Phasen von Bewegungen und Korrekturen läuft. Eine Sekunde. So. Das war hier das letzte Niveau, wo er dran gescheitert. Was heißt gescheitert? Also es gab die Bewegungsphase, Korrekturphase, Bewegungsphase, Korrekturphase und jetzt ist er wieder gelaufen und hat etwas korrigiert und ja, wird jetzt, so wie es aussieht, eben halt hier die nächste Bewegungsphase starten, beziehungsweise die nächste Bewegungsphase läuft bereits. 3 Tage, kurze Korrektur. Und jetzt mal schauen, was der Markt danach macht und wenn wir uns das die 10-Jährigen anschauen, da sieht man es noch etwas deutlicher, wie der Markt gelaufen ist. Ihr seht hier unten, wie gesagt, da hatte ich darauf hingewiesen, dass der Markt hier ein Long-Signal generiert hat. Dieses hier. So, das war die Zinswende. Da ist der Markt gelaufen, korrigiert, neues höheres Hoch, korrigiert. Und jetzt haben wir das nächste höhere Hoch. Korrigiert, also ein Tageskorrektur. Und jetzt sind wir gespannt, was der Markt macht. Es geht eben halt, ja, man kann eben halt davon ausgehen, dass hier die Anleiherenditen weiter zurückkommen. Und das natürlich dann im Umkehrschluss auch den Aktienmarkt helfen wird. Und ja, wie wir sehen, den Edelmetallen oder dem Edelmetall Gold in dem Fall hilft es auch. Denn auch hier hatte ich euch auf eine mögliche Kaufsituation aufmerksam gemacht im letzten Marktüberblick. Und die ist auch so eingetreten. Denn wir sehen hier, dass der Markt auch hier dieses Hoch halt rausgenommen hat. Ich hatte euch hier drauf aufmerksam gemacht. Und ja. So, ihr seht hier diese Phase Bewegung, kurze Korrektur, Bewegung. Jetzt haben wir hier eine kleine Korrektur. Er geht weiter rauf, kurze Korrektur. Und ja, jetzt kann man davon ausgehen, dass eben halt Gold noch ein Stück weiter rauf möchte. Jetzt haben wir hier, ja, ich sag mal, gewisse Targets, eine Targetzone, wo dann wahrscheinlich erstmal auch Gewinne mitgenommen werden. Ja, soweit zu den Edelmetallen und dann gucken wir uns zum Schluss hier nochmal
Öl an, denn Öl ist ja tatsächlich ja, gestern ein besonderer Tag gewesen. Ich muss das nochmal recherchieren, was eigentlich los war, denn das ist doch schon ungewöhnlich gewesen, dass der Markt halt hier zum Handelsstart erst relativ stark war und im Prinzip uns hier ein Long-Signal auf Tagesbasis geliefert hat, indem er, ihr seht es, das ist das erste Tief. Wir haben eine Bewegung, dann haben wir eine Korrektur, dann haben wir eine nächste Bewegung und er unterlässt uns dann hier in dem Moment so gesehen einen neuen P3. Ja, aber dieses Hoch wurde abgelehnt und es wurde in einer ja, fast Brutalität abverkauft. Ich habe also Intraday vor dem Chart gesessen und ja, konnte, ich will nicht sagen, meinen Augen nicht glauben, aber es war ein Wahnsinnsabverkauf, der hier stattgefunden hat. Zum Schluss konnte sich der Markt noch etwas wieder erholen, aber das ist doch schon ungewöhnlich, denn wie gesagt, wir hatten hier jetzt quasi eine Drehung auf Tagesbasis und die wurde also vehement abverkauft. Sehr, sehr interessant. Und da bin ich gespannt, wie es jetzt bei Öl weitergeht. Denn wir haben hier halt ja diese Phase gehabt, wo der Markt jetzt so stark gefallen war und nun sah es so aus, als dass der Markt sich hier erstmal fängt. Das aber wurde eben halt ja doch relativ stark gestern abgewiesen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Heute kommen ja die neuen COT-Daten. Also ihr seht es hier oben, da wollte der Markt nicht drüber. Also über diese Hochs hier ist beides gescheitert. Er hat nur einmal reingespiked, so gesehen hier in diese Zone und ist dann wirklich extrem scharf abgedreht. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt. Hier können sich dann nächste Woche natürlich interessante Setups daraus ergeben, denn wenn der Markt halt hier jetzt aufgrund dieser Ablehnung hier oben an den Hochs jetzt doch weiter fallen möchte, dann ist das natürlich eine tolle Gelegenheit, hier den Markt mal zu shorten. Und gut, dafür, wie gesagt, müsste man jetzt sich eben halt heute die Daten aus dem COT-Report anschauen, indem man halt dann prüft, wie die großen Marktteilnehmer, in welche Richtung die mehrheitlich unterwegs sind. Dann gucken wir uns noch zum Schluss den Euro-Dollar an. Ihr seht auch hier quasi diese Aufwärtsphase, auch die hatte ich hier bekannt gegeben oder euch mitgeteilt, wie es aussieht. Und jetzt sehen wir, dass der Markt eben halt hier in Phasen aus Bewegungen und Korrekturen läuft. Hier sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung. Korrektur, wieder eine ordentliche Aufwärtsbewegung. Allerdings haben wir jetzt hier 2 Tage eine kräftigere Korrektur gesehen. Und ja, nun würde ich hier, wenn man sich das Gesamtchartbild anschaut, doch schon mal davon ausgehen, dass der Markt auch mal ein Stückchen tiefer korrigieren möchte. Denn so eine Kerze hier, die ist dann doch auch schon mal eine Aussage von gestern. Und jetzt würde ich halt hier ehrlich gesagt erstmal nicht zugreifen, sondern mal abwarten, was der Markt macht. Denn wie gesagt, der ist eben halt von ungefähr 1,05 auf 1,10 gestiegen. Das ist natürlich schon auch nicht wenig. Von daher, ja, würde ich hier auch noch mal ein bisschen abwarten. Sehe ich gerade im Moment nicht. Man könnte natürlich untergeordnet im Stundenchart schauen, ob man hier einen guten Einstieg findet. Aber ja, da muss man jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein, denn ja, wie gesagt, er hat schon eine gute Strecke abgespult. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis nächsten Freitag. Macht's gut. Tschüss.